Dienstagnachmittag am Mainzer Sömmeringplatz. Anwohner des Platzes und der angrenzenden Jakob-Dieterich-Straße protestieren abermals gegen die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Mieterhöhung durch die Deutsche Bau- und Grundstücks AG. Zum einen beklagen die Mieter die Art und Weise der Sanierung. Und es war zwar eine Ankündigung auf dem Zettel, es wird dreckig und es wird laut, aber dass es so furchtbar wird, also ich muss zum Beispiel als Lehrerin nachmittags zu Hause einfach arbeiten, meinen Unterricht vorbereiten und das war nicht möglich. Für mich ist es unbegreiflich, wie man solche Bauarbeiten durchführen kann, wenn Mieter in den Wohnungen leben. Heute nochmal angerufen, dass ich auf den Brief will ich eine Ortsbesichtigung haben. Was da drin? Die haben mir die Gardine zerrissen, die haben mir den Teppich kaputt gemacht, die haben meine Schabrake rausgerissen. Zum anderen betrifft die Sanierung nur Dämmung und Fassade, nicht aber den Bereich Wohnqualität. Ich werde trotzdem als Mieter nicht diese gesamten Kosten, uns betrifft es jetzt mit 262 Euro im Monat, Die kann ich einfach nicht einsparen. Auch wenn mir der Umweltschutz am Herzen liegt, irgendwo ist auch eine Grenze. Und diese Grenze ist hier in unserem Fall dann eben eindeutig überschritten. Wir hatten die letzte reguläre Mieterhöhung im Jahre 2014. Da war die Mieterhöhung um knapp 16%. Da ja der Mieter alle 3 Jahre erhöhen darf, bundesweit gilt die 20%-Regel. Wir haben hier die Mietpreisbremse mit 15%. Jetzt nochmal 15% drauf, was dann ja im nächsten Jahr dann schon möglich wäre, kommen wir dann, da das Ganze dann ja kumulativ ist, dann auf über 100% Mietsteigerung innerhalb von 4 Jahren. Und das ist also auch für die Neustadt schon eine stramme Nummer. Können Sie sich die Wohnung noch leisten nach der Sanierung? Ja, ich glaube nicht. Deswegen habe ich jetzt, will ich immer wissen, wo die Grenze ist, wegen dem Härtefall. Ich war 22 Jahre bei der Baugrund. Erst die Sekretärin vom Niederlassungsleiter und dann habe ich mich selber reingeschafft in die Wohnungsverwaltung. Und wie wir die Sanierung gemacht haben mit unseren deutschen Firmen hier aus Mainz, ruckzuck ging das hintereinander weg. Wie reagiert die Baugrund auf die Ersuchen der Mieter? Ja, sie haben einfach gesagt, sie bewegen sich im gesetzlichen Rahmen, was ja auch stimmt. Sie dürfen das machen und deswegen machen sie das halt. Auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung verweist die Baugrund in schriftlicher Antwort auf ihre Verpflichtung gegenüber dem Bund. Eine Staffelung der Mieterhöhung über einen längeren Zeitraum ist aus Gründen des Wirtschaftlichkeitsgebots nicht möglich. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist nach ihrem Errichtungsgesetz gehalten, das Liegenschaftsvermögen des Bundes nach kaufmännischen Grundsätzen wirtschaftlich zu verwalten. Hierzu gehört es auch, die Kosten durchgeführter Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten gegenüber den Mietern geltend zu machen. Eine Abweichung von diesem Verfahren verstieße gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Ein Ermessensspielraum für den Treuhänder ist hier nicht gegeben. Auch Anhörungstermine der Mieter sowie eine ordnungsgemäße Abnahme seien erfolgt und die Anfragen von Frau Kunz seien regelmäßig schriftlich beantwortet worden. Doch die Haltung der Mieter bleibt eindeutig. Meiner Meinung nach sollen solche Leute auch vertrieben werden.